Hey, ich bin Adriane und reise für Marco Polo TV. Auf unserem Kanal nehme ich euch mit in verschiedene Städte und gebe euch Tipps für eure nächste Reise. Diesmal geht es nach München. Viel Spaß! Mit dem ICE bin ich von Köln aus nach ungefähr 5 Stunden in München angekommen. Ich war total überrascht davon, wie schnell die Zeit eigentlich vorbeiging. Am Bahnhof angekommen, habe ich mich schon mal um mein Streifenticket gekümmert, um in München gut rumzukommen. Das Ticket kostet 15,20 Euro. Damit könnt ihr 10-mal abstempeln. Für eine Kurzstrecke stempelt ihr nur einmal ab. Für 2 Streifen könnt ihr in der gesamten Zone M fahren. Mit dem Streifenticket solltet ihr alles Wichtige sehen können. Bei mir hat es für 2 Tage gereicht. Nach der Ankunft ging es zum Mangfallplatz, wo mich meine lieben Münchner Freunde zu einem traditionellen Essen mitgenommen haben. In der Harlachinger Gartenstadt fühlt man sich in München angekommen. Darauf gab es dann erstmal einen Münchner Cappuccino. Manche nennen es wohl auch Weißbier. Und natürlich traditionelles Essen. Am nächsten Morgen ging es los zur Fraunhofer Straße, von wo aus ich zum Gärtnerplatz spaziert bin. Das berühmte Rondell wurde 1860 als zentraler Platz der Isarvorstadt errichtet. Mein Tipp ist das Quotidiano. Das Café bietet alles von leckerem Frühstück am Morgen bis hin zum Drink und Burger am Abend. Wer also den Gärtnerplatz besucht, kann sich hier direkt eine leckere Auszeit gönnen. Was macht man am besten in München, wenn es regnet? Shoppen natürlich. In der Isarvorstadt gibt es tolle kleine Läden und Buchhandlungen, in denen man sich die Zeit vertreiben kann. Es war dann auch nicht allzu weit zum Viktualienmarkt, den man meiner Meinung nach unbedingt mal besuchen sollte. Der Markt ist täglich geöffnet, ausgenommen an Sonn- und Feiertagen. Er ist typisch für München und zieht bei jedem Wetter seine Besucher an. Auch ich habe mich durch die Stände gearbeitet und ich kann euch nur empfehlen, euch ein paar Oliven oder andere Tapas hier zu holen. Ein paar Meter weiter findet man das Münchner Rathaus. Mich zog es jedoch wie so oft ins Museum und da hat München eine tolle Auswahl zu bieten. Ich habe mich für die Pinakothek der Moderne entschieden. Sie gehört tatsächlich zu den größten Sammlungshäusern Europas und hat 4 Museen unter einem Dach. Immer wenn man glaubt, alles gesehen zu haben, hat man doch noch einen versteckten Raum gefunden. Mein Aufenthalt war sowohl vielseitig als auch spannend. Total zu empfehlen, gerade wenn man sich für moderne Kunst, Grafik, Architektur sowie Design interessiert. Das Siegestor ist Münchens Mahnmal für den Frieden und ist ein bedeutendes Baudenkmal der Stadt. Gerade wenn ihr vorhabt, euch die Universität oder den Englischen Garten anzuschauen, solltet ihr hier definitiv einen Stopp einlegen. Der Englische Garten war nur einen kurzen Fußweg entfernt und hat sich definitiv auch bei Schnee gelohnt. Vielleicht sollte ich sagen, es hat sich erst recht bei Schnee gelohnt. Der Englische Garten gehört zu den größten Gartenanlagen der Welt und ist zu jeder Jahreszeit einfach ein Highlight. Wer sich jetzt denkt, Mensch, aber ich will doch die Surfer an der Eisbachwelle sehen, dem kann ich versichern, es gibt zu jedem Wetter Surfer, die verrückt genug sind, surfen zu gehen. Nicht anders war es bei mir im Winter Wonderland. München ist eine vielseitige und schöne Stadt, die sich zu jeder Jahreszeit lohnt. Also nichts wie hin. Was ist euer München-Geheimtipp? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.